Hallo, liebe Freunde der gepflegten Wortakrobatik. da bin ich wieder. Eine neue Folge von Leaving My Hat On, endlich. Ja, ich habe eine kleine Sommerpause gemacht und jetzt bin ich frisch zurück, wohlgebräunt und habe mir ein herbstliches Mützchen aufgesetzt. Ich denke mal im Englischen Hat, das geht schon durch. Und ich habe einen neuen Text für euch und der Text heißt Zeit der Tat. Das meiste ist gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass alles schon irgendwo von irgendwem irgendwann gesagt wurde. Ich liebe dich wurde gesagt und ich hasse dich. Geh wurde gesagt und bleib. Ich muss was tun. Ich muss was ändern. Ändere dein Leben, lebe dein Ändern. Alles schon gesagt. Geschrieben, empfohlen, angeordnet. Allein das Machen ist so schwierig. Das Tun. Wir reden und reden und reden. Und zwischendurch hören wir zu, kurz. Eigentlich nur, um Atem zu holen für neue Redeschwalle. Die wenigen, die tun, die machen, die leben, belächeln wir. Für ihren Idealismus, für ihr Engagement, für ihren Mut. Weil das so viel einfacher ist, sich lustig zu machen, sich zu erheben, als die eigene kleine Mickrigkeit anzuerkennen, die eigene kleine Mickrigkeit, in der unsagbare Größe schlummert. Lass dir nichts sagen. Und vielleicht noch wichtiger, sag mal selber nichts. Sei still. Gute Gedanken sind gut. Denk Gutes. Und gute Worte sind es auch. Sprich wahrhaftig. Aber das Wichtigste, tu Gutes. Tu irgendwas. Tu es heute. Tu es jetzt. Nicht nachher, nicht morgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr. Tu es lieber gleich. Vielleicht taugt es wenig, vielleicht ist es fast nichts. Es ist doch was. Es ist immer was. Und wenn es einen einzigen Menschen erreicht, berührt, kurz innehalten lässt, dann ist es was. Es ist da, ist in der Welt. Allein, es fehlt der Mut, der Mut. Du weißt, was deine innere Wahrheit ist, du weißt es. Keiner muss es dir sagen und noch wichtiger, du musst es keinem sagen. Man wird lächeln und seiner Wege gehen. Es bleibt ohne Wirkung, ohne Bedeutung. Die Handlung jedoch bedeutet Veränderung. Immer. Und das zählt. Vielleicht einzig. Du rettest dich in Perfektionismus. Noch nicht. Noch nicht ganz, aber bald. Weil es noch nicht perfekt ist. Da geht noch was. Ich sag dir was. Da geht immer noch mehr. Es ist nie perfekt. Perfekt bedeutet tot. Glatt und tot. Ohne Kanten, ohne Ecken, ohne Angriffsfläche. Perfektionismus. Die beste Möglichkeit, sich vor Kritik zu schützen. Die perfekte Möglichkeit. Ich bin ja noch nicht fertig. Bald, bald. Das, was du kritisierst, tangiert mich nicht. Ich arbeite ja noch dran. Ich denk noch drüber nach. Ich mach es irgendwann. Ich mach es, wenn... Ich mach es fertig irgendwann. Bestimmt. Perfektionismus.
der sicherste Schutz vor Ablehnung, Zurückweisung und Schmerz. Todsicher. Und was bedeutet Leben? Fragst du. Schaffen, sage ich. Veränderung, machen, etwas verdammt nochmal riskieren. Soll ich noch was sagen? Weiterreden? Ich kann nicht. Ich habe noch zu tun. Mich geht es an. Auch dich?